Herzlich willkommen zur 37. Folge Simutrans mit dem Felix. Guten Tag. Guten Tag. So. Baue ich jetzt nur noch mal Personenübergabegerät aus oder nicht? Dazu müsste Felix vielleicht mal hier ein bisschen mehr Passagiere liefern, ne? Kann ich nicht so einen Einbahnzug bauen, der nur von mir nach Felix fährt, aber nicht zurück? Warum? Was willst denn du loswerden? Ja, Passagiere von mir. Na dann. Mein Zug von mir zum Übergabebahnhof ist immer voll. Aber von dir zu mir nur halb voll. Ganz komisch. Nee, jetzt werde ich aus dem Spiel geworfen. Das ist aber toll. Nee. Komm irgendwie langsam standardmäßig vor. Nee, das ist das Karma. Das heißt also, du sollst mir eine Million geben. Ich kann ja aus dem Spiel einfach rauswerfen. Nee, gib einfach eine Million. Alle meine Linien rot. Also ich habe jetzt nur drei schwarze Linien. Das ist doch wundervoll. Warum sind aber alle rot? Was soll denn das? Habe ich auf dem Havelse fast schon so einen großen Zug wie oder zum Personenübergabebahnhof. Da muss ich mittlerweile schon 680er fahren. Eigentlich unglaublich. Ich glaube, wenn das so weitergeht, passiert mir das gleiche Spielchen. In Pacher auch noch. Wobei Pacher scheint es gerade. Na doch, der fährt auch wieder voll. Millionen Miese. Der Zug müsste ich jetzt, glaube ich, verkaufen. Dann müsste ich bei unter 2 Millionen jetzt vielleicht sein. Mit ein bisschen Glück. Na dann. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
doch mal, dass ich jetzt unter 2 Millionen bin. Ne, will ich nicht. Bin über 2 Millionen. Ja. Glückwunsch. Warum hatten wir den Passagierübergabebahnhof auf die Größe gemacht? War das die maximale Größe, die wir hatten? Nö, den hast du einfach so gebaut, wie du wolltest. Ich glaube, das war die maximale Größe, was der Zug kann. Zumindest wurde mir kein genauerer Grund für das Handeln genannt. Tatsächlich nachgucken, warum ich das so gemacht hatte. Ich glaube, das war die maximale Größe, was der Zug konnte. Ah, das war die maximale Größe, was der Zug konnte. Na dann. Wir haben ja schon die gleiche Leistung. Ich hätte zwar 10 km mehr, aber die gleiche Leistung. Du fährst 15, könntest aber dafür 3.500 mitnehmen. Macht aber keinen Sinn. Hier, du musst 1,83, du machst aber nur 100. Das wäre schlecht, ich brauche nur 120er. Nein, kannst du nicht. Ah, oh, das gibt's doch nicht. Ich krieg keine 120er hin, die mehr ziehen kann.
Fehlt die richtige Lok. Alternativlos, aber jetzt wird das Ding zu teuer. Stehen lassen, so geht nicht. Sich ein Feinwegbahnhof. Also Felix, was ist jetzt los da? Ein Feinwegbahnhof auch noch. Also langsam fängst du an, hier abzuheben, würde ich mal sagen. Wo habe ich denn mit dem Feinwegbahnhof gebaut? Ja, ein Feinwegbahnhof. Neustrelitz Feinwegbahnhof. Ein Hauptbahnhof. In Neustrelitz. Jetzt kritisiert mich auch noch für meinen Namen, ey. Hab ich gleich so abgelenkt, dass du gleich zwei Bahnhöfe gebaut hast, ne? Nö, es hat laggt halt einfach nur. Da registriert manche Klicks einfach nicht. Du baust zu schnell. Aber Beatrich-Smetana-Allee ist auch geil. Felix versucht mich nicht ins Pleite zu treiben. Genau deswegen braucht es eine Städte für mich alle um. Hat es schon fast geschafft. Ich habe gleich zwei Jahre Konto, zwei Jahre lang hätte ich die Bank schon hin. Muss man auch noch schaffen. Na dann. Drauf, dass sie mich noch nicht rausgeschmissen haben. Aber weißt du, was jetzt geil wäre? Nee. Die Industrie. Die Industrie wäre schon echt nicht schlecht.
Aber dazu müsste Luca mal ein bisschen mehr Gas geben. Aber kann ich eigentlich bei dir in den Städten Straßen bauen und dann als oder Maut verlangen von deinen Einwohnern? Okay, ich kann zumindest Straßen bauen, aber ich kann keine Maut verlangen. Schade, das wär zu schön. Na dann. Einfache Haltestelle, Privatstraße, Einbahnstraße. Gibt es hier so eine Mautstraße? Ja gut, ich würde einfach auch so umfahren, aber nur jetzt mal so. Was denn da vor? Da haben wir mal so Test, ob das gehen würde. Zumindest, ich könnte theoretisch in deiner Stadt Straßen bauen, die mit einem Schild Privatstraße versehen, dass da nur meine Fahrzeuge langfahren dürften. Das ist schön. Das würde theoretisch gehen. Das heißt, wenn ich jetzt hier. Das heißt, ich müsste bei irgendeinem Umbau gucken, dass ich Felix seine Straße da baue und dann auf seiner Hauptstraße dann einen einzigen Straßenteil von mir habe. Und dann nehme ich dafür 250 Maut pro Überfahrt. Wenn es gehen würde. Wenn du so viel Spaß daran hast, dann viel Spaß. Ja, ich komme halt auch dumme Idee, weil ich nichts zu tun habe. Ich merke schon. Ich muss halt Geld sparen. Ich muss zumindest nur mal 800.000 noch abbauen, bevor wir da Sachen bekommen. Luca, 15 Einwohner im Monat. 1.652. Nee. 2.652, 15, noch 23 Monate, bis Luca macht. Das dauert ganz schön lange, 23 Monate sind ganz schön happig. Du hast in Neustrelitz gerade 10.000 Leute weggerissen. Warum sind die nicht in Luca eingezogen? Sagt mit allen drei Sachen, die sie haben, Tasche, in Zug gestiegen, ab nach Luca gefahren, neues Haus gebaut. Wo ist das Problem? Wäre mit Aufwand verbunden. Ach, toll. Neue Stange fliegt weg, weil der Bernd Braun mal wieder über die ganze Karte geflogen ist und 120 km gefahren ist. Wahnsinn. Ich muss aufpassen, dass der noch nicht mal geblitzt wird. Wäre schön, wenn er geblitzt werden würde. Dann wärst du nämlich pleite. Ach ne, bist du ja schon, mein Fehler. Ich finde, ich die Blitzer bauen würde. Na dann. Diesen Monat 3.600 minus. Irgendwas läuft hier gerade nicht so ganz.
Du wächst, achso, nee, Leonid ist übrigens Wildberg. Du wächst Wildberg immer. Oh nein. Was heißt jetzt schon wieder oh nein? Ja, alles gut. Ich dachte, meine Chefin schreibt, aber nein, das war nicht meine Chefin. Das war doch eine alte Nachricht, die ich noch nicht gelesen hatte. Die ausgeklopft ist. So, 300. Komm schon, ich brauche Kohlen. Aber mit 13.000 Betriebsgewinn kann man nicht viel reißen. Zu, wie Felix in die Pleite rauscht. So, guck mal hier, da. Pleitegeierstadt hier. Kann ich die umbenennen in Pleitegeierstadt? Da ist es. Oh, kann ich sogar. Wieso kann ich deine Städte umbenennen, aber meine eigenen Städte nicht? Sehr interessant. Oh, hier, guck mal da. Minus 50.000, minus 50.000. Minus 50.000, minus 50.000. Da fliegt die Kohle raus. Ausgefahren, ja. So, wie so schön ist das. Ja, 400 Säcke Post und Ding. So, 200 Post sagt links. Na, Phoenix? Hm. Sieht schlecht aus, wa? So viel zu erwarten war, ne? 8 Millionen minus, würde ich mal sagen. Noch nicht, aber gleich, ja. Noch nicht, aber gleich. Ja, aber ich glaube, schlimmer als mich wird es dich nicht treffen. Definitiv nicht. Aber wenigstens ist endlich mal die Zahl auch mal rot. Aber das holt sich noch in einem Schwung raus. Alles gekauft? Ja. Katastrophe, ey. Was soll denn das? Kann sich ein bisschen mehr ins Minus gehen? Komm, 100.000 schaffst du wenigstens. Ja, 100.000. Wer bietet mehr? 101, natürlich biete ich 101. 102 auch noch? Oh ne. 102 nicht mehr. Verkauft für 101.000 minus. Überweisen Sie bitte, Felix. Nee. Alter, mir fällt da gerade schon hier was ganz Dummes ein. Moment, ich muss mal was testen.
Bruder, machst zu wenig Geld. Weg mit dir. Na gut, 17.000, das doch mal. Bruder. 9.000. Na, da müssen wir mal über gucken. Nächstes Mal 10, dann fließt er raus. 40.000 sind. Ist mit deinem Stadtumbau oder deinem Städtenumbau dann überall fertig? Übergangsweise, ja. Übergangsweise. Okay. Na, irgendwann muss ich ja auf die äußere Dingsens Rundkurs noch umbauen. Ja, das ist ja. Das kannst du nebenbei mal nach und nach machen. Das ist jetzt nur kein. Ich leg mal meine ganze Geschichte komplett still. Nö. Deshalb ist es ja auch nicht so wichtig, dass es jetzt aktuell noch nicht überall läuft. Richtig. Mal so lange, wie es sich nicht staut, ist es erstmal egal. Ja, aber so kann man halt auch nicht berechnen, wie viele Fahrzeuge man aktuell braucht so richtig, weil sie ja irgendwann dann doch mal stehen werden. Na gut, wenn sie stehen werden, ja, dann muss es ja doch umbauen. Muss ich ja sowieso. Aber wir sind, glaube ich, am Ende der Folge angekommen. Glaubst du das oder weißt du das? Ich glaube es zu wissen. Tschüss. Wow, sehr, sehr viel gesagt mal wieder, wie immer, ne? Ja. Tschüss.